Mein Arzt sagte mir, also jetzt Massimo, musst du aufpassen. Bald wirst du 60, du musst auf deinen Körper achten und jetzt musst du wirklich dich vorbereiten. Zwei Sachen musst du aufhören, sehr spät essen, tue überhaupt nicht gut und jogge auf. Das ist nicht gut, Arthrose und so. Aber Doktor, das, ich muss trainieren, weil es ist Theater, ist physisch. Fange mit Yoga an. Also ich weiß, was das ist, habe ich gelesen. Also Yoga kommt aus Osten und so habe ich in Kleinbasel einen Yoga-Kurs besucht. Es gibt in Kleinbasel auch Yoga. Also ich weiß, dass dort die Körpersprache sehr wichtig ist, aber ich kann Ihnen die Adresse geben, also Yoga. Ich bin in diese Yoga-Kurs gegangen, es gab viele so Yoginnen und Joghurter um mich herum. Also ich hatte so einen blauen Training, aber da musst du was Besonderes haben. So die Männer haben meistens also kurze T-Shirt angezogen auf Langärmel-T-Shirt. Das macht cool, weißt du. Ich habe nicht daran gedacht, also spontan, weißt du. Frauen haben Ringe überall, also die da, sonst weiß ich nicht wo. Und dann kam die Lehrerin mit einem komischen Namen, aber ihr Name war Barbara, aber das man nicht sagen, komischer Name. Und sie sagen, wir fangen an. Sitzen wir. Ich habe einen Stuhl gesucht. Also, nein, auf dem Boden, auf dem Boden. Okay, das ist auf dem Boden. Also, nach 10 Minuten habe ich die Knie nicht mehr gespürt. Wie fühlen Sie sich? Habe ich gedacht, halbiert. Also. Aber, tun, also, und Knie, wie geht es denn? Also, ein bisschen Schmerzen, es geht vorbei. Sie werden sehen, in zehn Sitzungen, es geht vorbei. Ah, Sie werden das vergessen. Ah, ich spüre Sie nicht mehr. Also, ich merke, dass es kommt gut. Weißt du? Erste Übung war, atmen wir ein und aus. Habe ich gefragt, könnte ich in die zweite Stufe einsteigen? Das habe ich vorher auch gemacht. Bewusst. Jetzt machen wir das bewusst. Das ist das Problem. Wenn ich bewusst etwas machen muss, das vor sauber kommt, dann, so wie bei, wenn ich bei der Treppe runter, bewusst, dann falle ich. Also, für mich atmen ein und aus, so wie Pipi, es kommt vor sauber. Also, ich denke nicht daran. Also, wir müssen unsere Kontrolle haben. Also, Kopf kann ich schon kontrollieren. Das Problem ist die Blase. Also, die Kraft der Blase wird oft untergeschätzt, weil so, jetzt kontrolliere ich, ich bin da, ja, aber die Blase, also ich muss, warte, ne, sie war da, bleib nur da, es kommt von selber, also sie ist nicht aufdringlich, aber wenn sie will, will sie. Also, auf jeden Fall, dann haben wir so mit einer komischen Sprache angefangen, komische Übungen, Savanasata, Samatukata, vielleicht Oberwald ist ja Deutsch, das weiß ich nicht, was ist. Dann haben wir so ein Krieger, haben wir einen Kaktus gemacht, also ein, dann eine Schlange war eher so, es war ein Würmeli bei mir. So. Und dann am Ende eine Stunde, es ging mir, sagen wir, nicht schlechter. Da war ich schon zufrieden. Ich bin in die Garderobe gegangen und ich habe, glaube ich, die Autorität von Yoga gesehen. Es hat also es reinzelt, also man hat die Knie nicht mehr gesehen. Aber so Picknick, ein Gott-Picknick, weil normalerweise sind alle so. Mit diesem. Das war neu, diese Körpersprache, diese. Ich weiß nicht, was das bedeutete, aber es war so wie er, so wie,
Also, wenn er die Körpersprache aktiviert hätte, also... Ja, es gibt... der Körper hat eine Sprache und wartet nicht auf den Mund. Also, wenn... Das merkst du auch, weil... Dagegen kannst du nicht. Wenn sich, also wenn eine Lawine, eine Luftlawine sich produziert, du kannst nichts machen. Du kannst schon kontrollieren. Du merkst schon, dass plötzlich du gibst dir jede Mühe. Der Homo sapiens wird unsapiens. Und dann, und je stiller, desto prägnanter.